Servus Leute, heute wollen wir mal dieses Loch füllen. Was ich gerade voll krass finde, wir haben heute den 1. Juni, aber videotechnisch habe ich gesehen, dass dieses Video erst Ende bis Anfang September online kommt. Also finde ich schon richtig heftig, da sieht man aber mal, wie viel Material das ist, ne? Okay, also wir fangen an mit dem Choke. Wir sehen ja hier das Rohr, wo quasi der Choke-Zug befestigt wird. Und das Rohr hat hier vorne eine Aussparung. Und hier kommt so eine Klammer rein. Also die Klammer, die hat hier an der Oberseite quasi eine gerade Kante. Und es ist quasi eine Arretierung. Das heißt, das ist unser Choke-Hebel, ja, den man vorne rausziehen kann. Und die Oberseite ist, also das hier unten ist dann quasi für den Choke-Zug und das oben ist die Arretierung. Jetzt ist es ja normalerweise so, der Choke ist ja gefedert. Das heißt, wenn ich den Choke ziehen würde, würde der automatisch wieder zurückrutschen. Und diese Klammer in der Öffnung vom Röhrchen verhindert halt, dass der Choke zurückrutscht. Das heißt, man kann den Choke rausziehen, der rastet ein, bleibt erstmal draußen. Aber da wir hier eine runde Kante haben, kann man das natürlich dann auch wieder reindrücken und dann geht der Choke auch wieder rein. Das heißt für uns, die Klammer, die kommt hier mit der geraden Seite nach oben. Hier auf diese Öffnung. In meinem Fall ist es dann so, dass die Klammer quasi nach rechts zeigt, wenn man in Fahrtrichtung guckt. Als nächstes haben wir jetzt hier so eine kleine Klammer. Die kommt auf den Chokezug. Die Klammer, die wird dann hier so auf den Chokezug drauf montiert. Sieht jetzt bei mir ein bisschen katastrophal aus, weil ich ein bisschen zu geizig war, einen neuen Chokezug zu kaufen. Jetzt mittlerweile bereue ich es, aber im Endeffekt ist es immer noch nur der Chokezug. Sieht scheiße aus, funktioniert aber. Der Chokezug wird dann hier erstmal durch sein Röhrchen gesteckt. So, im Endeffekt tut man dann die Seilzughülle quasi hier ganz reindrücken. Und dann kommt die Klammer hier drüber. Und dann hält die das so fest. Jetzt sehen wir hier unseren Chokezug und hier unseren Chokehebel. Und der Chokehebel, der hat jetzt quasi hier so zwei Abschrägungen. Und der Chokezug wird jetzt so montiert, dass man hat ja hier so eine Kante, dass die Kante quasi so aufsitzt. Und danach wird der Chokezug gedreht, dass wir halt quasi die scharfe Kante für die Arretierung haben. Wenn man das jetzt andersrum machen würde, man sieht, dass der Chokezug zu lange ist und würde nicht gescheit in seinem Sitz hocken. Jetzt fettet man das Röhrchen noch und dann kann man das reinschieben. So, Röhrchen ist gefettet. Wenn der Chokezug später am Vergaser angeschlossen ist, dann kann man den auch gar nicht so weit rausschieben. So, Chokezug funktioniert, rastet auch ein. Von daher ist das okay. So. Ich mache jetzt noch einen Schrumpfschlauch drauf, dass es einfach ein bisschen besser gesichert ist. Ich habe nämlich mit dem Klammersystem bisher keine gute Erfahrung gemacht. So, jetzt funktioniert es etwas besser. Das heißt, den Chokezug, den können wir jetzt wieder zu dem Gaszug durchführen. Als nächstes kommt jetzt der Plastikboden wieder rein. Der ist sogar relativ wichtig. Also ich habe jetzt schon im Forum mehrmals gelesen, dass viele Leute extreme Abstimmprobleme haben, wenn das Ding fehlt, weil halt einfach zu viel Luft von vorne durch den Tunnel gesaugt wird. Und ja, bei mir ist es so, dass bei mir der Gaszug hier durch ein Loch geführt ist und somit kann man den Deckel dann einfach jetzt montieren. So, irgendwann ist der Deckel eingerostet. Wie gesagt, Gaszug geht hier durch ein separates Loch und die Aussparung ist dann nur für den Kabelbaum da. Jetzt ist es an der Zeit, den Hebel für den Benziner mal richtig rum zu montieren. Der war ja falsch rum montiert. Wir haben das ja auf dem Balkon nochmal getestet, ob der Benzinhahn wirklich dicht ist. Das heißt, wir tun ihn jetzt richtig rum montieren. Und zum Funktionstest müssen wir jetzt gucken, der muss halt oben rumlaufen. Reserve auf. Zu, das sieht gut aus. Wir tun ihn jetzt quasi auf Aufstellen, sprich, dass die Nase nach oben guckt. So, weil anders da kriegen wir das jetzt nicht in die Karosserie rein. Nimmt man sich hier eine alte Stofflumpe, man will ja hier nichts zerkratzen. Guckt nochmal, dass der Choke hier wirklich fest ist, dass alle Leitungen durch sind. Das Loch wollen wir nicht nochmal öffnen. Um den Betätigungshebel jetzt quasi einzuführen, nehme ich mir hier einen Pinsel mit dem Gummischlauch hinten dran und mache den Gummischlauch hier so auf den Betätigungshebel. Jetzt sollte ich den eigentlich ganz easy da durchbekommen. Und zwar rechts neben dem Choke, weil der Benzin dann so ein bisschen nach rechts verdreht ist.
So, also hier unten kommt jetzt schon der Pinsel aus. Das ist halt ein bisschen Gefühlsspiel. Kann man dann auch mit ein bisschen Stoff vielleicht auch mit der Zange nachhelfen. So. Okay. So, Tank ist drin, Benzinanhebel ist draußen. Der Benzinanhebel kriegt als nächstes hier sein Gummi. Kann man vorsichtig auch mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfen, nicht den Lack beschädigen. So. Zu, auf, Reserve. Sieht gut aus. Choke funktioniert auch soweit. Cool. Benzinschlauch auf der anderen Seite ist auch da. So, um den Tank festzuschrauben, gibt es ebenfalls Muttern mit einer Unterlegscheibe und einer Sprengscheibe. Ich habe die Gewinde nachgeschnitten, darum gehen die jetzt so schön leicht. Als nächstes können wir unseren Dorn für unsere neue Sitzbank montieren, der ist etwas länger. Hier gibt es auch eine Sprengscheibe dazwischen. Und unten gibt es ja so eine Tellermutter. Der Dorn ist halt etwas länger, weil ich nicht die originale Sitzbank nehme, sondern ich habe mir so eine stylische Fast Flow oder wie die heißen geholt. Hat mir ganz gut gefallen, seht ihr auch gleich. So, jetzt machen wir einen Zaubertrick. So, das ist meine neue Sitzbank. Sieht doch cool aus mit dem weißen Kader, oder? So, die müssen wir jetzt aber auch montieren und erstmal ausrichten. Kommt erstmal an der Vorderseite eine Schraube. Denn der Helmhalter ist hier an den hinteren zwei Schrauben befestigt. Die hinteren Schrauben kommt jetzt hier noch der Helmhalter. Ich weiß nicht, ob der noch passt, wenn die Sitzbank gleich zugeht, aber das sehen wir dann gleich. Deswegen tue ich die Sitzbank noch nicht festziehen. Nein! Alter, das wäre fast ein Mega-Fail gewesen. Das wäre fast ein Mega-Fail gewesen. Ja, passiert ja auch mal. Nicht nur euch, keine Angst. Passiert mir so oft, dass ich sogar alles rausschneide. Weil, wenn dann ein Video schon eine Stunde lang ist, dann will man so einen Mist auch nicht auch noch sehen. Ja doch, der passt runter, cool. So, jetzt müssen wir die Sitzbank etwas ausrichten. Sieht doch fast aus wie eine Vespa. So,
Als nächstes gibt es ja noch ein kleines Update, und zwar, falls ihr das Video mit den Seitenbacken gesehen habt, habe ich ja gesagt, dass ich die Masse hier über die Halterungen nehmen will. Mittlerweile bin ich der Meinung, nee, ist Schwachsinn. Wenn ich hier schon die Massepunkte habe, dann kann ich hier von den Backen auch 2 mm wegnehmen. Das ist mir lieber, als wenn ich hier von der Karosse 2 mm Rad wegnehme. Darum hole ich jetzt mal die Backe. Dann machen wir die Backe mal dran, dann sehen wir auch, wie das aussieht. Als Gummischutz habe ich hier unten übrigens einen Benzinschlauch genommen. Funktioniert damit wirklich sehr, sehr gut. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil die Vespa noch keinen Motor drin hat und dementsprechend halt nach hinten abkippt, wenn man hier ein bisschen Kraft aufgibt. Fix die Hände, ey. So sieht das Ganze mit Backe aus. Jetzt weiß ich, wo ich die Backen quasi abschleifen muss für den Massekontakt. Ja, sieht schön aus. Gefällt mir. Gut, das war's mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.